Das wahrscheinlich, ich habe es jetzt von den Kommentatoren gehört, torreichste Halbfinale der Champions League-Geschichte geht zu Ende. Und ich muss sagen, ich habe mich ja in der Vergangenheit oft beschwert über die Spielweise von Atletico Madrid. Das heute war der Fußball, den wir doch alle sehen wollen. Zwei Mannschaften, die reingehen, als hätten sie nichts zu verlieren. Gefühlt ohne Mittelfeld, direkt immer in den Strafraum, direkt immer ins Gegenpressing, direkt in den Konter. Es macht einfach Spaß. Ich habe selten ein Spiel mit so dermaßen vielen Torchancen gesehen, Torraumszenen, einfach wunderbar, so liebe ich den Fußball, ich muss alle Beteiligten loben, ja, Manchester City, obwohl ich nicht der größte Fan von ihnen bin, muss ich sagen, sind sie einfach sowas von dominant, sowas von stark, Kevin De Bruyne zum Beispiel, macht direkt in den ersten zwei Minuten oder so, macht er das Tor per Kopf sogar und die sind einfach so ballsicher, das ist so schön anzusehen und Real Madrid muss ich trotzdem loben, obwohl Man City spielerisch die deutlich bessere Mannschaft war, hat Real Madrid es irgendwie immer wieder geschafft, wegzukommen, diese Jungs sind unfassbar, gerade Vinicius Junior und auch ein Karim Benzema, diese beiden sind einfach unfassbar krank. Ja, Vinicius. Dieser Typ, was der macht, wie der einfach drei Leuten davonläuft. Du brauchst für Vinicius, um den zu stellen, immer mindestens drei Gegenspieler, weil er einfach so trickreich ist und so schnell und mittlerweile kann er auch noch Tore schießen. Ich habe früher immer gesagt, Vinicius hat alles, kann alles, nur so der Abschluss, der war immer relativ schlecht. Das hat er sich diese Saison wirklich, hat er sich da deutlich gesteigert und kann das mittlerweile auch. Tolles Tor gemacht heute. Läuft Fernandinho weg, läuft der ganzen Abwehr von Man City weg, die natürlich immer sehr offensiv spielen und dementsprechend auch konteranfällig sind. Und genau da war die Chance von Real Madrid. Real, muss man sagen, ja, defensiv war es nicht so toll. Also viele Lücken angeboten, sind wir ehrlich. City hätte auch 6, 7 Tore schießen können, so groß waren die Abstände. Das war schon nicht so gut. Offensiv waren sie aber immer wieder gefährlich. Karim Benzema mit einem wunderschönen ersten Tor. Dann der Elfmeter, nachdem er am Wochenende 2 verschossen hat, lupfte den entspannt rein. Das musst du dich auch erstmal trauen. Also wenn der mal nicht den Ballon d'Or dieses Jahr bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann könnte den ganzen Wettbewerb auch einstellen. Wenn der dieses Jahr nicht den Ballon d'Or bekommt, dann können sie diesen Wettbewerb auch beenden und nie wieder vergeben. Er hat ihn sowas von verdient. Eine unfassbare Saison, die Karim Benzema spielt. Und mit diesem Ergebnis, Freunde, bin ich auch ganz ehrlich, ist ja alles, ist ja wirklich alles offen fürs Rückspiel und da freue ich mich. Ich dachte so nach dem 2-0 von City, dachte ich mir so, okay, wird vielleicht ein 3-4-0, dann kann man sich das Rückspiel so gefühlt sparen. Aber nein, man darf Real Madrid nicht unterschätzen. Die sind spielerisch nicht die beste Mannschaft der Welt, aber sie haben diese unfassbare Qualität, gefühlt aus dem Nichts immer wieder sofort ein Tor zu machen. Und dementsprechend freue ich mich einfach, Freunde. Ich bin extrem motiviert auf dieses Rückspiel. Freue mich morgen auch auf Liverpool gegen Villarreal. Bin gespannt, ob wir uns da überraschen lassen können, Freunde. Eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, wir sind später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.